Und jetzt sind es nur noch zwei Damen, die auf den Titel Germany's Next Topmodel hoffen können. Das große Finale von Heidi Klums 48. Modelshow hatte bisher schon so einiges zu bieten, der aufregende Live-Opener zu Shitty with Heidi, die ersten beiden Entscheidungswalks mit den Designern Jeremy Scott und Marina Hörmannseder sowie der heiße Top-20-Walk. Doch nach der dritten Runde auf dem Laufsteg und einem Shooting mit Fotografin Ellen von Unwert 68 musste Heidi einmal mehr eine Wahl treffen und kickte. Martina, 50, aus dem Wettkampf. Während Luca 20 und Luane 19 noch hoffen dürfen, ist für Martina der Traum geplatzt. Damit geht der lange Mutter-Tochter-Wettstreit zu Ende. Doch die 50-Jährige gönnte ihrem Kind sichtlich den Triumph. Du bist so toll, Martina. Danke, dass du dabei warst, überschüttete Heidi die Best-Agerin dennoch mit Lob. Damit zeigt sich einmal mehr, dass die Promi-Flash-Leser offenbar genau den richtigen Riecher hatten. Auch sie hatten Luca und Luane in einer Favoritenumfrage vor dem Finale ganz vorne gesehen.